Hallo und herzlich willkommen von meiner Map Mülheim an der Ruhr bei Omsi, der Omnibus Simulator. Yes, die 122er Linie, die ich jetzt als, naja, Überraschungsvideo will ich es jetzt nicht nennen, aber nach dem dritten Timelapse habe ich mir gedacht, brauchst den Rest nicht im Timelapse zeigen, baue ich ihn auf Screen weiter und präsentiere euch dann sozusagen die fertige Map. Allerdings ist sie noch nicht ganz fertig. Sie ist jetzt nur hier bis zum Oberhausener Hauptbahnhof soweit im Groben und Ganzen fertig. Es fehlen halt in Mülheim halt komplett die Laternen noch. Also bis Schleuse Raffelberg, jetzt vom Oberhausen Hauptbahnhof bis Schleuse Raffelberg habe ich die Laternen drin. Aber ab da ist es dann erstmal ein bisschen dunkel, bis ich das jetzt hier fertig gemacht habe. So, ich habe jetzt mal die 122er Linie als Fahrplan ausgewählt. Ich spule jetzt mal bis 8, ne, bis 7 nach vor, beziehungsweise 8 nach. So, wenn jetzt mal hier... Ich glaube, jetzt müsste der andere 122er spawnen, wenn ich mich nicht irre. Und ich habe mir auch ein neues Lenkrad gegönnt. Ich werde jetzt mal hier... Ups. Ach, guck mal, da ist der 122 in die andere Richtung. Und jetzt fahren wir mal hier in den Oberhausen Hauptbahnhof. Und die stehen hier noch ein bisschen falsch. Ich hoffe, der Sound ist nicht allzu laut im Video. Der 122 jetzt gleich kommen in einer Minute. Jetzt kommt hier auch noch was zu kalt. Hallo. Ist. Hallo. Hier mal Hallo. Ein bisschen aufdrehen. Moment. Ups, falsch. Machen wir mal hier ein bisschen kälter. Machen wir mal so 5 Grad. Der Rest ist eigentlich ganz okay. Hallo. 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 Ich warte jetzt eigentlich nur darauf, dass der andere 122 spawnt. Ups. Wie ihr seht, die sind auf der anderen Seite auch mit diesem Haltestellenwürfel kombiniert. Und eigentlich dürfte der jetzt kommen. Der müsste nämlich da hinten spawnen und da ist er auch schon. Wenn ich irre, nee. Ja, wo ist er denn? Oh, ich glaube, wir haben schon Abfahrt, ne? Ja, fast. Mich jetzt schon mal an die Ampel stellen. Ja, ich muss mich an das Lenkrad noch ein bisschen gewöhnen. Also, ich habe es auch erst seit ein paar Tagen. Von daher
musste einmal kurz die Aufnahme unterbrechen, dass nicht ganz dazwischen gekommen. So, und da bin ich auch schon wieder. Ja. Das hat sich schneller erledigt als gedacht. Na, Motor abgeschmiert. Und der steht jetzt wahrscheinlich noch an der Ampel. Jo. Das ist übrigerweise, ich glaube, ein NL. Ah ne, das ist der von Julian. Der Mercedes-Benz. Ups, den Buckel hatte ich ganz vergessen. Und dann fahren wir mal hier bis zum Mülheimer Hauptbahnhof. Deswegen, das Video wird jetzt ein bisschen länger. Also, was jetzt generell an der Map noch gemacht werden muss, sind die, wie ihr seht, auch die Straßenmarkierung müssen noch komplett machen. Die hier die Laternen in Mülheim generell müssen noch gemacht werden. Ja, noch so ein paar Kleinigkeiten. Und dann, wenn ich das soweit habe, werde ich den Blue Screen, wenn du zuguckst, hallo, anschreiben. Dann erhält er die Map für den restlichen Teil der 122er Linie. Vom Oberhausen Hauptbahnhof bis City Forum. Das ist halt nicht viel, aber er wollte es halt gerne übernehmen. Das habe ich auch, glaube ich, schon im anderen Video irgendwo gesagt. Und ja, wenn das dann soweit fertig ist, ist eigentlich auch die Map soweit an sich fertig. Die 124er Linie wollte ich eigentlich hier in der ersten Version reinbringen. Aber ah, und hier habe ich schon den ersten Bug gesichtet. Die Ampel ist falsch eingestellt. Auch gut. Muss ich mir mal merken. Oder kann ich mir eigentlich mal aufschreiben? Ich habe hier zufällig ein Blatt neben liegen. Dann düsen wir mal hier. Wie gesagt, warte, ich habe da noch hier die Markierung. Die Haltestellen entfallen hier ein paar, weil ich mich ja halt verbaut habe. Das habe ich aber auch im Forum schon gesagt. Und ja, es tut mir auch leid, aber ich habe mich da ein bisschen sehr verbaut. So, wie sieht's aus? So, wir sind schon überfällig. So, ich wollte mir das mal ausschreiben. Ja. War ich schwer. Naja, und hier war die Ampelanlage defekt. Oder die nächsten zwei Ampeln. Die hier neben nämlich auch. Wie ihr, glaube ich, oben gelesen habt, das ist die 122er Baustellenumleitung. Weil normalerweise würde er die 122er, die jetzt genau von da vorne herkommen. Und auch eigentlich hier rechts reinfahren, also wenn man aus Mülheim kommt. Und da kommt jetzt keiner raus. Da kommt jetzt auch keiner her. Oh, Hilfe. Ja, ich glaube, die Ampellage muss ich dann doch wieder anmachen, weil die doch da ein bisschen komplizierter ist. Weil da rammen die einen nur um sich da. Ist echt schlimm. Die eine Kreuzung ging ja da noch, aber ich muss da gucken. Und hier ist das Lightmap von der Map nicht ganz übernommen worden. Muss ich dann doch nochmal gucken. So, das ist schon ausgestiegen. Ob die Ampel wenigstens hier funktioniert, weil die war auch ein bisschen doof einzustellen. Fahren die auch? Ja gut. Dann fahren wir natürlich auch. Ja, und hier sind eigentlich die Haltestellen alle normal. Was ist da vorne jetzt los?
Auf jeden Fall, ich fahre hier gerade mit einem Solaris, so wie ihr gesehen habt. Erstmal in weiß. Ich habe eigentlich eine Datei überarbeitet für das Oberhausen Repaint. Aber irgendwie scheint der es noch nicht zu übernehmen. Da muss ich mal gucken. Mal gucken, wenn vielleicht einer von euch eine Template-Vorlage hat, wäre das ja sehr gut. Dann könnte ich nämlich den Oberhausen Repaint nämlich machen. Dann kann hier auch der 122er als Solaris fahren. Wo ist eigentlich der andere abgeblieben? Kann doch nicht so weit geschlagen sein. Wo stehen wir denn schon? 0-0. Sehr gut. Ich habe zwar nicht drauf geachtet, welche Haltestelle das war schon. Weil ich mich, wie gesagt, hier gar nicht auskenne. Weil wenn ich nämlich nach Oberhausen fahre, fahre ich eigentlich immer mit dem 112. Nie mit dem 122, aber jetzt hält er natürlich genau vor meiner Haustür. Abend, wo kommst du denn her? Von der gegenüberliegenden Seite. Okay. Der andere ist noch gar nicht in Sicht. Der wird wahrscheinlich wieder verspätet kommen. Gucken, wir sind jetzt im Fluss. Oder schon. Ich weiß nicht, ich habe die, glaube ich, ein bisschen zu eng eingestellt, die Haltestellen. Von der Zeit her. Ich glaube, das muss ich doch noch mal einstellen, weil sonst schafft man das. Da muss man alle Haltestellen hier durchrasen. Oder beziehungsweise zwischen den Haltestellen durchrasen. Ich war ja sowieso wie so eine besenkte Sau. Schaffe ich das auch meistens. Fahre ja mit 80 Sachen durch. Zum Beispiel wenn jetzt wie hier keine... Ja, achso, ich habe die ganzen... sag mal schnell. Haltestellenmarker vergessen. Wollte ich noch vor der Aufnahme reingucken. Genau. Aber ich sehe ja ungefähr, wo die Haltestellen sind. Jetzt Steinmetzstraße. Ja, das ist ein bisschen doof, dass die von der anderen Seite immer kommen. Was ist das Problem, wenn die so gegenüber liegen, die Haltestellen? Da kann ich leider nichts für. Achso, und es gibt 6 Umläufe hier. Ich hoffe, naja, das ist sowieso stehen. Uns. 6 Umläufe, da war ich jetzt stehen geblieben. Und die fahren halt auch, wie gesagt, in echt alle 20 Minuten. Und daher, also der 131 fährt ja auch schon mit Fahrplan, den muss ich nur halt noch mal ein bisschen verändern, weil im Moment hält er nicht am Hauptbahnhof, genau wie der 122er hier. Der fährt nämlich sozusagen am Hauptbahnhof Nordeingang. Bevor der in den Hauptbahnhof reinfährt, fährt er nämlich geradeaus zu anderen Kreuzungen und despawnt da. Weil ich das noch nicht geschafft habe, dass der im Hauptbahnhof stehen bleibt. Da war eben ein kleiner Bug drin. Auch mit dem 122er hier. Das sind nämlich die einzigen beiden, die auf dieser Seite halten. Die sind sich dann irgendwo dazwischen gekommen, weil der 122er meines Wissens 2 Minuten vorher abfährt als der 131er. Und wenn der 131er dann vor dem steht, dann hat er 2 Minuten schon Verspätung. Der ist übrigerweise der andere 122er, der halt da hinten eine Wendeschleife hat, damit der hier gerade ausfahren kann. Weil der ab hier nicht reinfahren kann. Da werde ich euch auch umleiten, weil ihr kommt da nicht von hier aus in die Straße rein.
Deswegen ist da diese kleine Wendeschleife. Und ich bin die Map auch noch gar nicht gefahren. Also ist auch jetzt meine erste Testfahrt hier wieder auf der 122er Linie. Nach dem ganzen Umbau hier. Auch vom Timelapse her habe ich die Strecke nie abgefahren. Und wie ihr seht, hier fehlt die Ampelanlage. Die muss ich dann natürlich auch noch bauen. Aber hier hinten dürfte die noch sein. Wegen der 110. Die wiederum auch als KI hier hinten fährt. Also als Bus. Weil die Straßenbahn würde einfach die Kreuzung komplett umfahren, weil ich dafür keine... ich habe ja die Busdriver. Vom Busdriver die Ampelspline-Objekte. Oder die Ampelspline, sagen wir mal so. Und die gibt es dann natürlich nicht als... hier für die Züge oder Straßenbahn, sagen wir mal so. Und da ich mich mit dem Street Creator oder so war das, glaube ich, wo man das bearbeiten konnte, nicht auskenne und auch gar nicht öffnen kann hier an meinem PC, konnte ich das dann halt nicht bearbeiten und dafür bauen. So, und jetzt sind wir schon an der Wendeschleife von der eigentlichen 110. Aber der Bus hat da hinten seine eigene Wendeschleife. Die ich ja mal kurz zeigen kann. Wir sind ja noch eine Minute zu früh, glaube ich. Ja. Deswegen ich fahre jetzt da mal so vorbei. Ein bisschen langsamer. Ja, ich weiß nicht, ob man das sieht. Da hinten sieht man jetzt die Wendeschleife. Und da hält der 100 oder die 110 als KI. Und fährt dann wieder zurück. Aber die 110 ist halt zweigeteilt. Es gibt halt eine, die in der Stadt fährt, in der Mülheimer Stadt. Und dann habe ich noch eine zweite extra gemacht, die halt hier hinten fährt. Weil ich die halt jetzt nicht verbinden wollte. Weil sonst auch mit dem Fahrplan ein bisschen doof geworden wäre. Jetzt gebe ich mal hier Stoff, hier ist sowieso keiner. Als davor, so da vorne. Und ich weiß gar nicht, wie spät hatten wir es jetzt? 19.22 Uhr und wir sind fast 2 Minuten zu früh. Also ich bin lieber zu früh als zu spät, muss ich ehrlich sagen. Ah, 70 geht. Und hier könnte ich eigentlich auch ganz sanft reinfahren. Also ihr müsst jetzt nicht direkt hier auf die zweite Spur wechseln, so wie ich. Also ihr könnt ruhig hier die Kreuzung, ach die Kreuzung, die Kurve ausnutzen. So, und jetzt sind wir an der Haltestelle Stadion. Es wird jetzt auch schon Nacht, das ist sehr gut. Weil es nämlich gleich schön dunkel wird. Ab gleich. Sobald wir an der Kreuzung sind, ist nämlich gar keine Straßenlaterne im Moment. Weil es für jeden Mapbauer ist das nämlich fast so eine Strafarbeit. Weil jede Laterne darf man eigentlich selber oder einzeln platzieren. Na, jetzt seht ihr schon, hier ist schon wiederum dunkel. Was ich auch hier gar nicht mal so schlimm finde, muss ich ehrlich sagen. Also hier finde ich es schon geil, wenn es hier dunkel ist. Ich weiß ja nicht, wie ihr darüber denkt. Ihr könnt mir das ja mal drunter schreiben. Fände ich nämlich ganz nett, wenn ihr das machen würdet. Ob wir hier diesen Teil bis da hinten zur Haltestelle, also jetzt nicht die jetzt hier kommt, das müsste Theater an der Ruhr / Solbad sein. Die Haltestelle, ob ich bis dahin keine Laterne machen soll.
Oder ob ich hier alles ausleuchten soll. Würde mich interessieren, wie ihr darüber denkt. Ich möchte natürlich eure Wünsche, Ideen etc. hier mit einbringen. Und da muss ich halt auch sowas mal fragen. So, und jetzt könnte auch mal netterweise die Ampel hier grün werden. Jetzt kriegt die mein grün natürlich. Und hier vorne an der Haltestelle müsst ihr aufpassen, wenn ihr nämlich daran fährt, da kommen natürlich die Autos hier von der sozusagen von der Autobahn, wo natürlich keine ist. Und falls da einer kommt, würde ich kurz stehen bleiben, durchlassen und dann an die Haltestelle ranfahren. Ansonsten passiert euch dann mal ganz schnell ein Unfall. Und die andere 122, den anderen 122 sieht man gar nicht mehr. Okay, wir sind auf fast 3 Minuten zu früh. So, jetzt gucke ich schon mal, ob hier einer... Ja, da kommt einer. Gucken, ob ich jetzt so schnell bin und ihn noch überholen kann. So, dann kommt mal heran. Hallo. So. Hinten ist schon alles frei wieder. Und so. Türfrage vielleicht mal wegmachen. Und ihr seht hier 60 schön mit später Fahrbahn, weil das hier natürlich eine Busspur ist. Und die Radarkontrolle ist immer noch da. Die natürlich auch nachts da sein wird, weil es, wie gesagt, ein Static Object ist. Aber hier in die Richtung wird nicht geblitzt. Da sieht man auch das Blitzerauto, was ich sehr elegant gemacht habe. So, fahren wir mal hier ran. Gerade 3 Minuten sind wir zu früh, dann kann ich ja mal gucken, wo der andere KI ist. Ach guck mal, der ist er ja schon. Wer ist es denn? Hat auch ein paar Gäste drin. Na denn? Will noch einer rein? Ja. Ups. So, jetzt ist die Sicht richtig. Jetzt wird es hier auch wieder dunkel. Weil hier die Lightmap noch nicht drin ist. Also hier habe ich noch gar nicht mit Licht gearbeitet. Und hier kann man auch so schön lang rasen, weil es ja eine Busspur ist. Und hier auch keiner aus der Nebenstraße rauskommt. Das ist nämlich das Schöne. Ja, mit fast 100 Sachen hier lang. Dann gucke ich mal, wenn jetzt wenn der Blue Screen mir die Map halt wieder zurückschickt, wird dann auch die Map released, weil es halt halt 2 Linien, die halt fertig sind, das wird halt für Version 1 erreichen. Und dann gucke ich mal, welche Linien ich dann als nächstes baue. Ich habe mich zwar im OMSI-Forum auf welche schon bekannt gegeben, welche ich in Version 2 gerne bauen würde. Aber ich bin mir nicht sicher, ob ich das auch wirklich so mache. Ich gebe euch kurz einen Tipp, kurz weg vom Thema. Wenn ihr hier hochfahrt im Winter, ich würde hier niemals stehen bleiben. Weil ich hatte letztens das Problem, als ich hier in einem Stau reinkam, bin ich erstmal schon wieder komplett runtergerutscht. Und ja, die Bäume, die sind zwar ein bisschen niedrig, aber ich kriege die nicht mehr höher. Die sind schon auf höchster Stufe sozusagen. Das ist das Problem, wenn man hier bergab arbeitet. Und das andere 122er.
der einfach mal glatt durchfährt. So, ist hinten schon wieder frei. Gut. Geht auch keiner mehr rein. Oh. Ups, zu viel Gas. Mein Gott. Und man sieht, ich hab KI-Kollision aus. Also es wäre jetzt so ein Unfall gekommen. Jetzt mal hier so ein bisschen weiter ran. Ja, deswegen, ich hasse eigentlich den KI, der hier aus den Seitenstraßen rauskommt. Das ist schon keine Invisible Street. Das ist eine ganz normale Kreuzung gewesen. Also die vorgegebene. Und trotzdem rasen die da raus. Ich muss, glaube ich, dann doch nochmal mit den Priority arbeiten. Komm, gib Gummi. Mein Gott. Kein rechts vor links. Bevor jetzt mir da einer noch reinknallt, der bleibt stehen. Gott, dann fahr auch. Ja, ja, Meckergummi. So. Dann sind wir aber schon wieder rein. War eigentlich schon vorher, aber für mich ist hier mit rein. Ist auch eigentlich schon die Strecke fast zu Ende, muss ich sagen. Sind ja jetzt nicht mehr viele Haltestellen. Ja, okay, ist noch ein bisschen, aber trotzdem die Hälfte auch nicht. Ja, etwas über die Hälfte haben wir. Ah, guck mal, da kommt der andere 122er. Wir sind immer noch zu früh. Minus. Immer noch. Gib Gummi, Bus. Okay, er konnte auch die meisten Leute schon durchfahren. Wie ich nicht. Ich fahre mal ein bisschen weiter vor. Kann er nämlich auch an die Haltestelle ran. Was eigentlich gar nicht brauche. Nee, das war knapp. Eigentlich müsste ich jetzt mal hier stehen bleiben. Die 3 Minuten mal runterbringen. Ja, das schafft natürlich nicht. Dann fahre ich schon direkt an die nächste. Ups. Scheiße, ich jetzt mal auf die noch 2,5 Minuten. Für 2, 3 Viertel waren es eher. Und hier ist direkt wieder Robot. Ja, nee, ist klar. Du stehst ja ein bisschen weit vorne, Junge. Uiuiui. Ich mache das gleich auch bei grün fährst. Hier ist ja eigentlich das Caritas Altenheim. Aber das habe ich jetzt nicht hingebaut.
den Teil bin ich ja schon gefahren. Da war noch Licht bei Nacht. Ich glaube, da hinten kommt ein anderer. Wenn ich das richtig gesehen habe. Es waren nur zwei oder sind dann, mein Gott. Aber eigentlich dürfte uns gleich einer kommen, sobald wir an der Bräuchermitte sind. Mein Gott. Ich wohne hier in der Nähe an der Bräuchermitte und ja gesagt an der Ulmallee. Da in der Nähe wohne ich. So, KI-Bus, komm her. Du stehst hier einigermaßen gut. Wo können wir denn noch hier stehen? 2 Minuten. Dann warten wir mal auf den. Ich kann uns mal direkt hinterher fahren. Hoffentlich kommt jetzt noch kein... Hier bist du erst. Komm, wir stellen uns jetzt mal hier an die Brücke. Oh, schönes Bild. Aber da gibt ja auch ein bisschen Vollstoff hier, muss ich echt sagen. Und KI-Bus. Ich kann ja euch mal sagen, also für die normalen KI-Busse 122, 131, 151 etc. habe ich hier den Mercedes-Benz 0405 von Julian genommen und für die Straßenbahn-Ersatzbusse, ups, was ist denn hier los? Ich glaube hier wieder alles. Habe ich den NL202 von Renimax oder so wie der hieß. Ich glaube zumindest, dass ich von denen war. Auf jeden Fall fährt der als die Straßenbahn Ersatz oder als Straßenbahnersatz. Und das wird auch so in der Version sein, wenn ihr die Map als Download bekommt. Jo, und jetzt sind wir schon Bräucherei durch. Guck mal, wahrscheinlich. Hallo. Hallo. Jetzt muss ich mal warten, bis wir wieder alle weg sind. Weil es ja jetzt ab hier Invisible Splice ist. Ups. Aber rein uns mal hier rein. Und jetzt dauert es leider ein bisschen, bis die Ampel wieder drin wird. Eine Minute in. Hier ist der von Julian. Und ich freue mich schon, wenn der NC2 rauskommt von ihm. Also wenn NC2 auch raus ist, auf jeden Fall auch auf dem NG272 von Marcel und Julia. Den werde ich natürlich als 131 einsetzen und 133. Ich weiß gar nicht, bei welchem Viertel noch. 135. Ich glaube bei anderen Linien gar nicht. Und den von Julian, den NG. Oh Gott. Auf jeden Fall NG2 war das jetzt von ihm.
Der Gelenkbus, der wird als 132 und 752 fahren. Als 752er war ja klar, weil es halt ein Düsseldorfer Bus ist. Aber er passt halt auch gut zur 132er Linie. Von daher werde ich den auch dort einsetzen. Ah, der ist auch noch mit drüber. Sehr gut. Na, wir sind schon im Plus. Das heißt, wenn der mal Gas geben würde, könnten wir es noch rechtzeitig an die Haltestelle schaffen. Und der will abbiegen. Ja, dann fahren wir mal rechts vorbei. Leckgummie, komm, der rausgeschossen. Einfach mal frecherweise neben dran vorbei. Ach, ich habe ja wissen, dass ich ihn hier ein bisschen tiefer eingesetzt habe jetzt. Minus 05. Okay, eine halbe Minute zu früh. Das ist ja scheißegal. Ach Mann. Aber er ist trotzdem noch hinter mir. Fenster auf. Ja, und dann sind wir schon an meiner Haltestelle. Gott sei Dank. Auch noch ein bisschen weiter vor, kann ich auch ran. Was ist mit dir? Dominik will es abbiegen, da darfst du nämlich nicht. Ja, voll Pfosten. Da, du schießt auch gut. Eieiei. Kann man leider nicht aufmachen. Das, was ich ein bisschen schade finde an dem Solaris. So. Und dann sind es nur noch ein paar Haltestellen bis zum Hauptbahnhof. Und ja, da werden die nämlich als KI aussteigen. Also bei den KI-Bussen und auch bei mir. Bis ich das mit dem Hauptbahnhof gefixt habe. Ist eigentlich jetzt die Endhaltestelle für uns, der Hauptbahnhof Nordeingang. Aber ich fahre natürlich noch in den Hauptbahnhof rein, keine Frage. Ach, da steht wieder ein paar. Fahre ich wieder ein bisschen vor, dann kann der andere auch ran. Ich glaube, bis der da ist, bin ich schon wieder weg. Jetzt auf einmal der verarschen. Und jetzt kommt meine Lieblingsstelle, die so unübersichtlich ist wegen der Baustelle. Achso, und hier werden bald KI-Straßenbahn fahren. Deswegen hier na erst gucken. Ups, der steht ja auch ganz gut da. Ob da irgendeine Straßenbahn kommt. Weil das kann euch das Genick brechen. Ist er jetzt schon rein? Noch einer wieder, oder?
Ach, komm schon. Zum zweiten Mal abgesoffen. Ja, schön, dass die 122 jetzt direkt hinter uns ist. Boah, eine Minute zu spät. Schon. Jetzt kommt meine Lieblingsecken hier. Was ich schade eigentlich finde, ist, dass man hier sozusagen keine, auch wenn es ein Bus-Simulator ist, man schade, dass man hier keine zum Beispiel U-Bahn-Station machen kann, so dass man hier zum Beispiel die 102 auch so fahrbar machen könnte, weil die halt ja unterirdisch ist. Finde ich schade, das hätte ich gerne gebaut für euch, aber es geht leider nicht. Ist sehr, sehr schade. Und die so gerne gebaut. So, hier wieder eine schöne Ecke rum. So. Jetzt fängt es mal hier ein bisschen an zu ruckeln. Ich weiß nicht warum. 31er kommt da nicht. So. Und hier kann man ja ohne Probleme reinfahren, weil hier kommt sowieso kein Schwein raus. Ups. Und jetzt mal aufpassen, ja, dass jetzt hier keiner reinfährt, weil hier kommen die aus. Ups, rausgeschossen, wie sonst wäre. Aber der bleibt stehen. Das ist sehr, sehr nett. Ja, das Video ist jetzt ein bisschen länger, aber es hat so die Fahrt an sich. Fahrlinie 122. Ich guck mal, wie viel habe ich hier eingeplant? 39 Minuten. Ja, das müsste mit dem Video hinkommen. Puff. Der steht wahrscheinlich auch noch so schön hinter mir. Ach komm. So, die Sonne ist jetzt auch so langsam weg. Jetzt fehlt halt hier noch die komplette Beleuchtung. Aber die kommt jetzt noch. Mal gucken, vielleicht mache ich die morgen. Für euch wird es wahrscheinlich dann heute sein, weil ich nehme ja hier gerade auf dem Samstag auf, 2.11. Will sie ja morgen als kleines Special-Video, wie wollte ich das nennen, Überraschungsvideo kann sein, auf jeden Fall, ist ja morgen Sonntag und ich werde das ja gegen 18 Uhr versuchen auszuhauen, dieses Video, und ja, dann gucke ich mal, ob ich es dann morgen auch noch hier mit den Laternen mache, oder ob ich das während meiner Schulzeit dann wieder mache. Sind ja im Moment Ferien für mich gewesen.
Ich habe jetzt ja nur noch heute gehabt und morgen halt auch noch. Dann geht nicht wieder die Schule los. Wo ich mich natürlich tierisch drauf freue. Ja. Da, ruckel, ruckel, ruckel. Ich weiß nicht, ob hier gerade schöne Frame-Einbrüche. Ja, 132 und 33. Sieht nach dem 132er aus. Muss ich mich beeilen. Ich habe vielleicht nicht so lange an. Aus Grün, genau. Ja, der 132er. Und Mülheim Liebhardt. Gucken, welche Linien uns hier noch begegnen jetzt. Steigen aus, ja, nur ein paar. Ja, nee, ist klar. Ja, hier muss man irgendwie immer stehen bleiben. Weil das hier eine Main-Schaltung ist. Und das hinten, wo jetzt der andere KI von 122er steht, das ist eine Side-Schaltung. Und das, ach, deswegen passt das irgendwie ein bisschen. Was in der Realität eigentlich nicht so ist, da konnte man eigentlich hier durchfahren, weil die halt so geschaltet ist. Ist halt hier nicht, hier muss man stehen bleiben. Außer man kommt aus der Stadt, dann kann man direkt durchfahren, weil es halt beides Main-Schaltungen sind, außer da an der Haltestelle, das ist eine Main-Links, glaube ich, war das, oder Side-Links, bin ich mir jetzt nicht ganz so sicher. Nehmen wir mit 10 Frames irgendwie auf, 8, 9, komisch. Wenn ich Minecraft aufnehme, habe ich so 30, 40. So, da hinten scheint eine Straßenbahn zu sein sozusagen. Da kommt jetzt direkt eine Straßenbahn entgegen. Ja, doch ein paar mehr aus. Was für ein Film zu sagen. Ja, die letzten sind irgendwie doch ein bisschen zu kurz geschaltet. Schon welche Straßen noch ist, die 110, die 112 oder die 104. Nur was ich leider nicht kann, ist, dass die 104 hier teilweise ausfällt. Das kann ich leider nicht machen. Finde ich sehr schade, weil es wäre wirklich Realität pur, weil die 104, die fährt nach Lust und Laune. Das merke ich jeden Morgen, wenn ich zur Schule hochfahre und wieder runter. Von daher hätte ich gerne umgesetzt mit dem Ausfallen, aber geht leider nicht. Ich wollte jetzt keiner einstellen. Ja, der ist mal genauso. Ups. Wen haben wir denn da? Ist das die 104? Ne, die 100. Wie ein Kaiserplatz. So. Mein Gott, Frames, beruhigt euch doch mal. Ein. Dann haben wir auch frei.
jetzt dauert es wieder, bis hier grün wird. Und ich habe schon den nächsten Bug, den ich gleich habe. Nämlich, dass ich schon wieder vergessen habe, die Ampel da hinten zu machen. Und da kommt noch so ein Kalibus entgegen. Was jetzt wirklich ein Kalibus ist. Ich bin die Frage, welcher. Ob es der 122er oder der 131er. Ne, 131er kann es nur sein. Also kann es nur der 133er oder 135er sein. Da eigentlich hier abends ist nicht mehr fahren, realistisch fährt, aber auch nicht schon. Aber das ist nur der Hafen, der Richtung, der über Pappelberg kommt erst später. Aber ich muss halt noch ein paar Kalibus einstellen. Und dann liegt er richtig. Immer in seiner Gruppe. Der übrigerweise auch dann als Main MG 272 fahren wird, wenn die Pumse 2 raus ist. Werde ich mal gucken, ob ich das sind ein paar Angriffe mehr. Hier, wie ihr seht, hier fehlen auch noch die mal schnell Farbmarkierung. Mal gucken, mal wird schon grün. Dann sind wir auch vom KI her an der Endhaltestelle, aber vom 122er in echt. Ja, guck mal, der 135 ist auch schon. So, sehr gut. Ja, jetzt sind wir ein bisschen zu spät. Naja. Ja gut, das soll es eigentlich für diese Folge sein. Ich lade jetzt noch aus, fahre zum 118 Hauptbahnhof. Und dann ist dieses Special-Video eigentlich auch schon vorbei. Weil es gibt halt nichts mehr zu zeigen. Ich könnte zwar jetzt noch zurückfahren, aber es würde jetzt den Zeitrahmen auf extreme sprengen. Das wäre dann jetzt nochmal doppelt so lang. Von daher werde ich es jetzt nur mit der einen Fahrt hier belassen. Hier muss noch die Fahrbahnmarkierung untergesetzt werden. Sehr gut. Habe ich das auch schon im Gedächtnis? Natürlich werde ich die Map auch an ein paar Beta-Tester senden.
habe schon welchen Aussicht, also das heißt, ich brauche mich jetzt gar nicht vorgehen. Durch. So. Ja, hier gibt es irgendwie noch einen Bug, da funktioniert irgendwie die Tracks nicht richtig. Ach, die Spines. Die spawnen und spawnen davor direkt wieder, also sehr komisch. Und oben die S-Bahn werde ich natürlich auch noch einstellen, was da welche fahren. Und hier ist es auch noch ein bisschen dunkel. Und dann fahren wir mal an die Pause. Und Mutter aus. So. Ja, jetzt hat er natürlich schon den zweiten Fahrplan drin. Hauptbahnhof 20:11 Uhr. Wir haben. Das habe ich ausgemacht. Ja, passt ja. Habt ihr fast eine Viertelstunde Pause. Das geht ja alles. Da seht ihr nochmal alles. Hier, ab Vincents Haus. Überspringt er halt ein paar Haltestellen über die, also über die Marktstraße und dann direkt zum Oberhausen Hauptbahnhof. Da ich mich ja wie gesagt verbaut habe. Ja gut, das soll es von diesem Special Video sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Feedback ist wie immer erwünscht. Wenn ihr Ideen, Vorschläge oder anderes, was ich jetzt nicht gesehen habe, an irgendwelchen Bugs oder was ich vergessen habe, schreibt es mir bitte unter das Video, dann behebe ich das natürlich. Und ich verabschiede mich für diese Folge und wir sehen uns dann demnächst wieder.